Komm, Alter. 1300. Verreck mir jetzt nicht. 1200. Fuck, hier kommen immer mehr, Alter. Komm. Steh auf. Na toll, einen Knochenbruch hab ich auch. Scheiße. Komm, Basti, das kriegen wir wieder hin. Wir kommen zum Krankenhaus. Nein! Ich kann... Bist du verreckt? Du bist verreckt. Nein, ich bin gerade bloß umgekippt. Scheiße. Ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Scheiße. Scheiße. Was soll ich denn machen, Mann? Fuck you. Na klar, leck mich. Ja, lass mich zurück. Nein, ich gehe nur in den anderen Raum. Hast du... Ich will jetzt gerade mit der Axt hier die alle holen. Fuck, Mann. Ich kann dich gleich verteidigen. Warte, ich muss noch nachladen. Willst du mich verarschen, Mann? Stirb doch mal, Junge. Lebst du noch? Ja. Ah ja. Mann, ich verreck hier auch halb. Was gibt's da nicht? Hey, ich hatte noch 222 Blut, aber zumindest habe ich keinen Knochenbruch. Scheiße. Du hast mich getroffen, glaube ich. Nein, habe ich nicht. Die Zombies haben dich gerade belagert. Fuck, ich blute. Wehr die mal bitte schnell ab. Ich kann kaum was sehen. Und ich bin tot. Nee, jetzt nicht. Ach, fuck. Fuck, Mann. Was hatten die plötzlich alle angelockt? Die Lee Enfield. Ich muss sauber schießen. Na, Scheiße, ich bin umgekippt. Leck mich. Das überlebe ich nicht. Scheiße. So hat man es mal wieder gesehen, wie man es am besten nicht macht. Genau. Fuck, Alter, ich hatte die beste Sniper. Und was ist jetzt? Ich verrecke. Das darf doch nicht wahr sein. Nur wenn mich dieser dämliche Zombie plötzlich einfach umgelatscht hat. Bewusst, das klar. Gute ist, ich verliere gerade gar keine Leben mehr. Ich bin jetzt bei 5000 und ich bin noch ohnmächtig, aber ich verliere nichts mehr. Bitte lass mich in Elektro spawnen. Echt? Bitte, habe ich gesagt. Bitte. Lass mich in ich dachte, ich jetzt nochmal Kalenka. Oh ne, ey, glaub mir. Scheiße, ich sehe auch kaum noch was. Die fressen gerade an dir rum, deshalb sehe ich. Was? Ah! Fuck. Nein! Tschernogorsk. Ist doch was. Ja, toll. Aber wett nicht, wird gleich wieder umgelegt? Ich höre irgendjemand immer schreien. Och nee, der Server wurde gehackt. Jetzt ernsthaft? Ja, man sieht da am Ende brennen irgendwas. Nein, das ist kein Brennen, das ist ein Hubschrauberwrack, das abgestürzt ist. Deswegen fackelt jetzt der gesamte Horizont. Ja, das ist so, das ist so. Frag mich nicht wieso. Das habe ich auch schon mal gehabt. Nee, das ist ein Hack. Nein, das ist kein Hack, wirklich. Glaub's mir. Wieso stürzt ein Helikopter ab? Der fällt runter wegen Spritmangel. Keine Ahnung, der hat nicht drauf geachtet. Frag mich nicht wieso. Scheiße. Ich hab kaum noch Blut. 4300. Scheiße, Mann. Das ist ja wirklich eine dämliche Situation wieder. Was meinst du, wie lange brauchst du bis nach Tscherno? Weißt schon. Das kann ich dir nicht sagen. Oh geil, das ist ein M19 Magazin. Ach nee, stirb du scheiß Zombie. Stirb, Alter. Verreck doch einfach mal. Tu mir den Gefallen. Unter 4000, na super. Jetzt fange ich bestimmt gleich wieder an umzukippen. Das weiß ich doch. Das passiert glaube ich erst ab unter 3000. Sicher? Ich glaube schon. So, ich bin jetzt wieder in dem Supermarkt, von dem ich letztes Mal erschossen wurde. Von einem Typ mit einer AK. Bist du angepisst, wenn ich dein Essen esse? Nein. Weil ich will jetzt wieder ein bisschen Blut dazu kriegen, damit ich hier
halbwegs wieder was sehen kann. Aber ist nur ein Steak, ja? Zu spät. Aber ich habe noch Frank und Beans übrig gelassen, also. Der Down, dass die Steaks 800 Lebenspunkte wird. Ja gut, ich habe jetzt fast wieder 6000, also. Das ist der Vorteil da dran. Nein, wieso stehe ich denn jetzt auf? Bin ich denn bekloppt? Du hast einen Kompass dabei. Ich habe so ziemlich alles, was man hier brauchen kann, außer das Fernglas. Und das habe ich. Ey. Wenn du jetzt meine Leiche plünderst, dann ist alles dabei. Soll ich die Infield nochmal aufnehmen? Ich weiß es nicht. Und der Grafikfehler ist mal wieder da. Ah, scheiße. Okay. So, ich habe jetzt genau so ein gleiches Haus gefunden, in dem wir gestorben sind. In so ein Haus will ich nie wieder rein. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier was Anständiges finde. Scheiße, warte mal, wie viel leere... Ah, scheiße. Ich habe irgendwo eine leere... Stimmt, ich hatte die dritte leere Wasserflasche in einem anderen Rucksack, den ich vorhin verlegt hatte. Fuck. Da stellt man sich wieder die Frage, wie kann man den Rucksack verlegen, ja? Naja, ich würde den anderen aufnehmen. Den hatten wir doch da vorhin im Supermarkt, beide. Ja, ich weiß schon. Ich muss auch wieder was trinken. Scheiße. So, wenn ich jetzt wieder im Supermarkt gekillt werde... Weißt du Bescheid. Also ich glaube, irgendwann mache ich meine Drohung wahr, dass ich hier absolut ausraste. Okay, ich hol jetzt mal meine Axt zurück ins... Jetzt kannst du auch aufstehen, du Vollidiot. Das hat er schon gesehen. Hä? Ah, okay, jetzt. Ach, hier liegt noch meine Leiche von vorhin. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt weitergehen soll oder ob ich deine Leiche auf deine Leiche aufpassen soll, sag ich mal. Was meinst du? Ich sehe gerade meine Leiche von vorhin, wo der Typ mich umgelegt hat. Ist da irgendwas Wertvolles drin oder hat er die gelootet? Das war mal am Anfangsteil, da habe ich ja nicht mal was bei gehabt. Scheiße, ich muss ja richtig weit laufen, bis ich überhaupt wieder an die Wasserquelle komme. Was sie sagen, muss mal so, darf ich mal deine Leiche so weit aufgeben, dass ich dann gleich wieder herkommen kann, oder? Oder was richtig schätzt. Weil ich will mir mal was zu trinken und dann kann ich ja, sag ich mal, übernachten, in dem Sinne. Ah, ich habe eine Karte gefunden. Echt? Kann ich die ja behalten. Dosen. Das siehst du hier gar nicht. Hey, hier ist die Infield. Ist genau Punkt 7. Ich weiß, ich hab's. Bei mir klingelt ja gerade die Glocke. Ja, bei mir auch. Ist das ein Zombie? Ne, ist ein Briefkasten. Ja, da liegt noch eine Leiche. Ist das ein Zombie? Ne, ist ein Briefkasten. Schade, dass das auch beim Trinken auch nicht besser wird. Das wäre echt nicht schlecht. Ich brauche echt wieder eine Bluttransfusion, ey, scheiße. Der Typ hat anscheinend hier mehrere Leute umgelegt. Hat er irgendwas gelootet oder ist das alles der, noch drin? Der Typ hat eine Endelfeed in der Hand, aber ich kann irgendwie nichts mit dem machen. Ich kann ihn nicht looten, gar nicht. Ist ja scheiße. Warte mal, geh mal mit dem Mausrad. Versuche ich ja gerade. Bei Gear oder geht das gar nicht? Das geht gar nicht. Liegt der irgendwo drunter oder was? Keine Ahnung. Er liegt auf dem Rücken. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch wirklich schon leer und die Elite-Infield liegt da wirklich nur noch so da. Du willst Alter. Jetzt nicht wissen, was ich gerade gefunden habe. Was denn? Der M1014. Echt jetzt? Geil. Ja, die Automatik-Pumpgun. Alter, ist das fähig. Ich bin gerade auf dem Weg zur Wasserquelle. Ich glaube, du willst deine alte Leiche gar nicht mehr wirklich wieder haben, oder? Ja, die Endelfeed will ich nicht mehr wieder haben, ne. Naja, aber die Pumpgun, ich denke mal, also die M1014 findest du garantiert übelst wenig Muni nur. Nee, das ist ein Sauer, der liegt voll mit der Muni. Naja, nur da, oder? Welche Muni ist denn das? Das ist ja
Schrotmuni, die extra nur für diese MC14 ist. Ach so, naja, die findest du, also die habe ich noch nie gefunden. Ach, und ja, praktisch, eine M1911. Alter, wo bist du gelandet? Ciano. Und so viel weiß ich auch. Ich weiß noch nicht, ob wir den Server hier wechseln sollten oder dann wirklich mal nachts zocken sollten. Also ich meine, bei uns ja. Ist es auch gerade Nacht, aber... Da stellt sich die Frage, sollte ich mich trauen, in die Kirche zu gehen? Ah, das ist eine Falle, garantiert. Da ist irgendein Haken dran. Wenn du schon so viel gutes Zeug findest, dann lass es lieber. Ja, du hast recht. Immer, das ist irgendwie in meinem Leben immer so gewesen. Sobald mir was Gutes passiert, wird es mit irgendwas richtig fiesen bestraft. Der Weg zum Wasser ist echt beschwerlich. Fuck. Ja, jetzt weißt du, wie sich die Leute in Afrika fühlen und das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Hey, tatsächlich, hier ist keiner drinne. Ja, das habe ich noch schon gesehen. Pass auf, und gleich taucht einer hinter dir auf. Und dann lache ich. Und gleich. Dann lache ich und heule gleichzeitig. Ja, das versuch mal. Da explodierst du. Ach, es gibt auch zwei Schuss-Pellets, sehe ich gerade. Ja, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt so aufstehen soll, weil wenn hier irgendein Vieh in der Nähe ist, dann sehe ich das nicht wirklich. Ich sehe so verschwommen, wie als ob ich hier ein Fernglas falsch rum auf hätte oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Noch mehr Pellets. Mist, Luck. Da liegt noch einmal Slack. Ah, aber die falschen. Scheiße. 5:07. Soweit ich das zumindest auf meiner verpixelten Uhr noch erkennen kann. Vor allen Dingen, wie kommt die Munition in die Kirche, ne? Das weiß ich nicht. Ach ja, hier liegt noch Stark-Munition. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ne, falsch rumgezoomt. Ein Bandage. Ich muss gerade gucken, wo ich ran muss. Irgendwo hier ist eine Wasserquelle. Oder? Ne, da ist die Tankstelle. Das weiß ich noch. Hier irgendwo. Da ist, glaube ich, ein Brunnen oder sowas. So, ja, mal ein bisschen was zu trinken. Aber ich glaube, du kannst meine Leiche jetzt komplett looten. ich konnte sowieso nicht mehr looten, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich muss mal wieder Schmerzmittel einnehmen. Das hätte ich bei dir noch mitnehmen müssen, scheiße. Da hätte ich dran denken müssen. Bin ich jetzt von einem Arschloch erschossen? Ey, geil, ich kann wieder halbwegs gut sehen. Durch das Schmerzmittel. Oh ne, ich hab da gerade einen Typen gesehen und die Sicht, da blockiert mir gerade die Sicht. Also der Grafikfehler. Ach scheiße, willst du dich mal kurz disconnecten oder? Das hilft meistens gar nicht. Wegen dem Grafikfehler jetzt oder wie? Ja, das bringt nichts gegen den Grafikfehler. Scheiße, dass es nicht irgendwie so einen Bug gibt wie bei MW2, da einfach die ganze Zeit auf 1 oder auf 2 drücken, damit du die andere Waffe wieder zückst und dann siehst du so aus, als ob du tot bist. Und wenn du da noch eiskalt Pro dabei hast, dann erkennt dich auch keiner, weil das Fahnenkreuz alles nicht rot wird und sowas. Dass du dich irgendwie totstellen kannst, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, versucht mich aber jemand zu looten. Vielleicht. Naja, dann lootet er. Mein Zeug unterm Arsch weg. Nee, die Knarre und so weiter klaut er da ja nicht. Nur den Rucksack, dachte ich. Oder? Ja, nee, stimmt, die Knarre kannst du auch klauen. Obwohl, außer wenn du lebst. Verständlicherweise. Ja, ja. Ah, Mist. Ich geh jetzt mal in den Pub da drüben rein. Ich glaube, das Schmerzmittel lässt doch hier nach einiger Zeit wieder nach, oder? Ja, ach, ist ja auch bloß Medikament. Ja, ach, aber. In DayZ hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie schon so weit sind, dass das Schmerzmittel irgendwann versagt. Aber die Sicht wird immer verschwommener.